So, hallo ihr Lieben. Ich wollte euch ja den transparenten Shaker noch zeigen, also das Tutorial oder das Video zum transparenten Shaker, den ich im December Daily gemacht habe oder schon verwendet habe. Das Video verlinke ich euch, wenn ich dran denke, mal unterm i irgendwo. Ja, also es wird heute nur so eine grobe Anleitung oder überhaupt die Anleitung, wie ich dieses Teil gemacht habe. Es wird jetzt nichts mehr verziert. Das wird eben das Teil werden, dass wir jetzt miteinander basteln. Ich habe mit dem Glitzy oder mit dem Shaker-Material vielleicht so ein bisschen übertrieben. Es mag so sein. Ich habe es jetzt hier ungleichmäßig gemacht, falls es jemanden auffällt. Also wir haben hier einen breiteren Rand als an der rechten Seite. Das liegt daran, dass das für mich ein Cover werden wird für ein Mini-Album. Das heißt, ich werde mir jetzt dann hier und hier nochmal wahrscheinlich Löcher einstanzen und werde das dann hier mit Buchbinderringen, wie es eben auch im December Daily war, dann zum Mini-Album machen. Ich habe aber auch hier schon mal einen ausprobiert, der einfach nur als Karte dienen sollte. Das wird halt jetzt eine Weihnachtskarte für nächstes Jahr. Da habe ich ein bisschen weniger Shaker-Material eingebaut, weil er shaked. Ne? Also da ist dann eben die Karte oder die Größe quadratisch gewählt. Hinten drauf ist er blanko, da könnte man dann jetzt den Spruch noch draufschreiben. Und habe hier einfach jetzt mal ein Sternchen ausgestanzt. Hier wird es diese Briefmarkenstanze oder ist es diese Briefmarkenstanze geworden. Ihr könnt aber auch, wenn ihr nicht stanzen wollt, das ganz normal mit einem Messer ausschneiden, also eine Form mit einem Messer ausschneiden oder mit der Schere, wie ihr halt auch immer hier zwei gleiche Löcher, oh, das war am Hof, zwei gleiche Löcher eben in dieses Teil reinbringt. Ich habe euch das Tutorial oder hänge euch das Tutorial hinten an. Wie schon gesagt, das Ding basteln wir jetzt miteinander. Und das hier hatte ich schon mal gebastelt. Hier habe ich auch noch einen kleinen Fail. Da habe ich einfach schlecht geklebt und habe hier jetzt links und rechts einen Überstand. Ja, Fehler im Amt gewesen. Aber prinzipiell wird es dieses Teil jetzt. Ich wünsche euch viel Spaß. Sag euch mal, was ihr braucht. Und geht eigentlich ratzefatze. Ratzefatze. So, wir fangen mal mit dem Material an. Ich zeige euch mal, was wir dafür brauchen. Und zwar habe ich mir hier zwei Stücken Cardstock ausgeschnitten, zurechtgeschnitten. Die haben bei mir jetzt die Maße 15 mal 17,5 cm, beide gleich groß. Na, wenn man sie aufeinander legt, gleich groß. Seid ihr aber ja frei in der Wahl, wie groß euer Shaker werden soll. Und dann habe ich hier noch zwei Stücken Folie. Das ist in meinem Fall jetzt Laminierfolie mit 125 Mikron. Ich glaube, es geht aber auch eine 80 Mikron. Also das ist schon ziemlich stabil hier. Die haben eben beide 14 mal 14 cm. Und dann brauchen wir halt noch so ein bisschen Schrembembel außenrum, was wir halt zum Papierbasteln eh immer brauchen. Ich habe mir jetzt hier mal eine Stanze ausgesucht. Das ist unser Mittelteil oder unser Teil, das wir uns eben ausstanzen. Das war so ein Set mal vom Action, so ein Vierer-Set mal vom Action gewesen. Habe ich mir mitgenommen. Dann, also die Stanze, da, wenn ihr aber jetzt nicht stanzen wollt, könnt ihr auch einfach halt euch eine Form mit dem Messer ausschneiden, ne? Ein Viereck mit dem Messer ausschneiden, wenn ihr halt keine Stanzen habt. Dann brauchen wir Flüssigkleber und Formtape, ne? Also hier dieses Schaumgummiband-Klebeband. Und ein bisschen Washi-Tape, so ein bisschen Arbeitswashi-Tape, also nicht das Schönste, es wird jetzt nicht zum Verzieren genommen, sondern es muss halt nur arbeiten, das gute Ding. Ich habe mir hier jetzt dann noch mal eine kleine Dose hergelegt, da ist Babypuder drin. Ich mache es jetzt gleich mal nicht, also noch nicht auf, ich mache es dann später erst auf, wenn man es braucht. Das nehmen wir dann, um bei dem Klebeband uns die Seiten so ein bisschen anzuschmieren, also so ein bisschen anzu Inken oder wie auch immer, damit dann das Shaker-Material nicht dran klebt und dann natürlich Shaker-Material. Ne? Ich habe hier weiße Rocaille-Perlen oder so weiß irisierende Rocaille-Perlen mir hergestellt und verschiedenen Glitzer. Das sind alles größere Glitzer, also Hexagon-Glitzer. Ich würde jetzt keinen so ganz feinen nehmen, weil sich halt die Folie trotzdem statisch aufladen kann und dann bleibt euch der Glitzy dran hängen. Und ja, dann halt noch ein bisschen Dekomaterial für den Shaker selber oder was auch immer, was ihr halt damit anfangen wollt. Bei mir wird es jetzt wahrscheinlich ein Cover für also für ein kleines Mini-Album. Deswegen ist der auch breiter als hoch, sage ich mal. Ich habe hier noch einen schon mal gebastelt. Das war so noch so eine Probesache. Der ist jetzt einfach nur quadratisch, ne? Also der ist jetzt, also da habe ich ein kleines Sternchen ausgestanzt mit Shaky Shaky innen drin. Der ist hinten dann auch blanko.
Also ihr könnt von den Formen her bloß mal so, ne, hier ist es halt ein Sternchen, hier wird es halt einfach nur diese Briefmarkenstanze werden und dann außen noch ein bisschen verziert, also vorne drauf noch ein bisschen verziert und dann könntet ihr hinten jetzt zum Beispiel noch einen kleinen Gruß draufschreiben auf die freien Felder und könnt es auch einfach nur als Karte verschicken. Das, also da dann halt einfach quadratisch arbeiten und hier bei unserem, das wir jetzt hier nehmen, kommt eben die Falz noch dazu. Das, was dann abheften können oder wie auch immer. So wie es halt im December Daily auch war. Ja, was brauchen wir noch? Flüssigkleber, habe ich euch gesagt. Ein Falzbein und ein Falzbrett bräuchten wir halt noch, damit wir da jetzt die Falz dann für die Bindung ziehen können. Ich habe mir jetzt hier nochmal mein kleines goldenes Stempelkissen mit rausgesucht, weil ich dann die ganzen Seiten noch ein bisschen inken möchte, also an der, die Ränder noch ein bisschen inken möchte, aber das ist ja optionale Gestaltungsmöglichkeit, da könnt ihr machen, was ihr wollt damit. Wir machen jetzt nur mal den Grundaufbau miteinander. Gut, wir fangen mal mit dem Cardstock an und zwar legen wir uns den mal auf die Rückseite, also einen legen wir uns auf jeden Fall mal auf die Rückseite. Das ist hier nicht so gut geschnitten, das war mal ein Action-Papier und meine Schneidemaschine ist auch jetzt nicht mehr die allerbeste, da muss das Messer mal getauscht werden, aber das ist ja die Rückseite, von dem her ist das egal. Ich nehme jetzt mal mein Geodreieck zur Hilfe. Warum mache ich das jetzt? Weil ich ein sehr breites Klebeband habe. Also mein Formtape ist hier sehr breit, das hat fast 2 cm. Und damit ich nicht in dieses Dingsbums hier reinschneide oder reinklebe, ziehe ich mir jetzt an den, also auf die lange Seite so Hilfslinien, wo ich dann meine Stanze anbringe. Und zwar mache ich das jetzt hier in dem Fall mit dem Geodreieck und lege an der langen Seite 2 cm an, ne, und ziehe mir dann die Linie. An einer kurzen Seite mache ich das auch, mache ich auch die 2 cm. Und an der anderen kurzen Seite, also an der einen kurzen Seite sind auch die 2 cm, an der anderen kurzen Seite mache ich 4,5 cm. Das liegt daran, dass ich die 2 cm wieder Abstand haben möchte und die 2,5 cm wird dann meine Bindung. Da müsst ihr halt gucken, wie ihr das mit der Bindung hinkriegt. Wenn ihr ohne Bindung arbeitet, also wenn ihr es nur als Karte verschicken wollt, dann reichen euch hier ja auch die 2 cm. Dann braucht ihr aber ja auch keine 17,5, sondern dann reichen euch ja die 15 cm. Ich denke, das sollte so klar gewesen sein. Genau, hier hatte ich das schon gemacht. Braucht es aber eigentlich nur an einer Seite. Und jetzt müssten wir eigentlich die zwei Cardstocks so aneinander legen, wie wir es dann eben auch zusammenkleben wollen und uns die Stanze anbringen. Weil ich jetzt meine Hilfslinien ja auf der Rückseite habe, bringe ich sie mir halt jetzt verkehrt herum an. Ne? Also ich lege jetzt die zwei schwarzen Seiten nach außen und stanze das dann aus und kann es dann ja aber trotzdem wieder umdrehen. Das ist ja kein Problem. Ich nehme jetzt die zwei Cardstocks und klebe sie mir tatsächlich mit hier Washi-Tape so ein bisschen zusammen, dass die eben dann beim Ausstanzen nicht verrutschen, dass das schön übereinander liegt. Nubbel nochmal hier so überm Pulli entlang und klebe mir die dann bündig übereinander. Also ihr müsst dann jetzt auch ein bisschen aufpassen, wobei eigentlich ist es noch egal, ne? Aber ich habe hier halt jetzt die zwei Hilfslinien übereinander, also die 4,5 cm, beide links. Und dann klebe ich mir die jetzt hier oben so übereinander zusammen. Vielleicht ein bisschen drauf aufpassen, dass man nicht unbedingt in dieses Stanzfeld reingeht mit dem Klebeband. Es ist aber ja auch die Rückseite, von dem her kann da eigentlich fast nichts passieren, gehe ich mal davon aus. Also sollte eigentlich nichts passieren. So, also zum einen und zum anderen, dass das halt, ne, an der Stanzmaschine dann nicht auseinanderfrickelt und auseinanderfällt. So, und dann bringen wir uns jetzt hier, das passt in meinem Fall richtig gut, von der Stanzgröße her, bringe ich mir jetzt hier noch die Stanze an. Hier klebt es schon nicht richtig, ne, das kann ja was werden, kann ja eiter werden. Genau, und jetzt klebe ich mir hier in mein Ausstanzfeld, klebe ich mir hier noch die Stanze an und schnupfel das dann mal durch die Schneidemaschine durch. Also hier nochmal, ne, so ein bisschen ankleben. So, und das kurbel ich jetzt schnell mal durch die Stanzmaschine. So, fertig gekurbelt und jetzt versuchen wir ganz vorsichtig unser Washi-Tape wegzumachen, wobei es ja wieder die Innenseite ist, von dem her ist es jetzt nicht so dramatisch, wenn da irgendwelche Risse entstehen. Abziehen. Hier fällt mir das Gestanzte schon raus. Das schmeiße ich weg. Tatsächlich. Nein, ich hebe es nicht auf. So,
Dann haben wir uns hier unseren Ausschnitt für das Shaker-Fenster schon ausgestanzt. Die zwei Teile hebe ich natürlich auf. Die können wir dann im Album dann noch verbasteln. Und dann gucken wir jetzt mal, ob wir irgendwelchen Blödsinn gemacht haben. So. Passt übereinander, ne? Also die Designpapiere jetzt dann übereinander gelegt. Passt übereinander. Haben wir beim Stanzen schon mal keine Fehler gemacht. Das ist ja schon mal, das ist ja schon mal super. So, mit O. Wieder schön gleich aufräumen. Genau, sonst liegt das wieder überall rum. Wir kleben uns jetzt, wir nehmen uns jetzt wieder die Rückseite und kleben uns die Folie auf. Und zwar kleben wir uns die so auf, dass die, ne, also wir haben sie ja einen Zentimeter kleiner geschnitten als das Papier selber, und kleben uns die so auf, dass wir hier so ein bisschen Rand zum oberen und unteren und seitlichen Teil haben. Und hier schauen wir eben, dass wir nicht auf die 2,5 cm Falz kommen. Aber wenn wir ordentlich gemessen haben und ordentlich geschnitten haben, dann dürfte das auch passen. Ihr könnt jetzt entscheiden, ob ihr vorher einfach die 2,5 cm Falz schon zieht oder ob ihr das danach macht. Das ist relativ egal. Ich klebe das mit Flüssigkleber auf. Ihr könnt auch Klebeband nehmen, also so Sticky Tape oder so, aber es sollte schon ordentlich halten, sage ich jetzt mal. Ich klebe das jetzt mit Flüssigkleber mal auf und dann sehen wir uns gleich wieder, oder vielleicht lasse ich es auch schnell laufen. Ich mache das, vielleicht sage ich euch das nochmal. Eklig. So, ich ziehe mir hier eine Linie so ein bisschen am Rand, also hier, ne, so ein bisschen übrig lassen oder so ein bisschen Platz lassen. Und dann ziehe ich mir hier einfach die Linie so einen halben Zentimeter von unserer Bleistiftlinie, sage ich jetzt mal, entfernt. Weil, wenn wir das dann draufkleben und mit unserem Falzbein ordentlich drüber rubbeln, dann verstreicht sich das ja noch ein bisschen. Ich glaube, man sieht das jetzt dann mit der Folie auch ganz gut. Na, also hier ist jetzt unsere Klebelinie und jetzt setzen wir uns da einfach unsere Folie drauf. Und dann, wie schon gesagt, also es hält ja dann auch mit dem Foam Tape nochmal zusammen. Ne? Also einmal hier so ein bisschen andrücken und dann, wo ist mein Falzbein? Hier, rubbel ich mir von innen nach außen hier einfach nochmal ein bisschen drüber. Also nicht hier nach innen streichen, dass ihr auch ja nicht in dieses Dings hier reinkommt, ne? Also in dieses Fenster reinkommt, sondern schön so ein bisschen nach außen feststreichen. Das mache ich jetzt mit beiden Seiten, also mit beiden Folien auf beiden Cardstocks. So, ich habe jetzt die beiden Folien angebracht. Ich habe mir jetzt gerade so überlegt, diese Falzlinie, ob ich mir die überhaupt ziehen muss, weil fürs Cover brauche ich sie ja eigentlich nicht. Ne? Also wahrscheinlich wird das ja mein Cover werden und da muss ja nichts geknickt werden, das bleibt ja starr. Von dem her lasse ich mir das jetzt einfach so. Es wird dann einfach nur meine Bindung, das kann ich aber dann auch, habe ich beim December Daily auch so gemacht, kann ich mir die Löcher auch ausstanzen, wenn es schon zusammengeklebt ist. Also meine Stanz, also meine hier Lochzange funktioniert, also schafft das. Von dem her ziehe ich mir jetzt hier mal keine Falz, habe das halt dann einfach nur übrig für die Bindung. Ne? Hier ist ein bisschen Kleber draufgekommen, das regt mich jetzt schon wieder auf, aber das verzieren wir dann einfach, dann passt das schon. Wir kleben uns jetzt mal das Formtape auf und zwar schauen wir, dass wir wirklich schön am Rand sind, nicht drüber hinaus, also nicht über den äußeren Rand raus, aber eben auch nicht in dieses Stanzfeld nach innen. Ne? Also nur den Kleber, das Klebeband auf einer Seite jetzt erstmal hier außen schön anbringen und zwar so, dass wir am besten mit den Bleistiftlinien hier dann abschließen. Ne? Also es muss ein geschlossenes, ach, ihr habt doch alle schon Shaker-Karten gebastelt. Also es muss ein geschlossenes Quadrat oder Viereck, in meinem Fall wird es ungefähr so ein Quadrat, muss aber sich schließen, weil sonst fällt euch das Shaker-Material raus. Das ist beknackt. Also von dem her hier schön schauen, dass es am besten immer schön gerade ist, ein bisschen überlappend lieber und dann halt am letzten wieder anfangen, also am hier Dingsbums anstoßen, also am ersten Teil. Dingsbums, Fachbegriff. Genau, und das mache ich jetzt einmal außenrum erstmal. So, einmal außenrum. Ne? Hier das Shaker-Fenster. Könnt ihr von vorne auch kontrollieren, dass ihr es nicht in den Shaker reingeklebt habt oder in das Feld hier reingeklebt habt. Funktioniert alles.
Und weil ich jetzt Rocaille-Perlen auch noch einshaken möchte, also zum Shaker-Material machen möchte, ziehe ich mir jetzt hier die vier Trägerpapiere ab und klebe einfach nochmal eine doppelte Schicht, also eine zweite Schicht obendrauf. Dann habt ihr einfach ein bisschen höheren Abstand und könnt einfach was Dickeres noch mit rein zum Shaken machen. Wenn ihr jetzt nur hier Glitzy oder sonst irgendwas einfüllen wollt, dann reicht wahrscheinlich auch eine Lake, aber ich möchte eben eine zweite Lake haben und deshalb mache ich da einfach noch eine Schicht außenrum. Also noch eine Lake Klebeband obendrauf. So, ich habe jetzt die zweite Lage draufgeklebt. Jetzt seht ihr es schon, ne? Da ist der Abstand einfach so ein bisschen größer. Und jetzt. Ja, man kann auch vielleicht noch eine dritte Lage, aber irgendwo ist dann auch gut, würde ich mal sagen. Aufpassen, jetzt noch nicht abziehen das Klebeband. Ich schaue noch mal, ob wir vorne irgendwo reingeklebt haben. Nein, haben wir nicht. Noch nicht abziehen das Klebeband. Jetzt kommt nämlich unser Babypuder zum Einsatz. Das macht immer unglaublich Sauerei. Ich habe mir das hier so in so ein kleines Macaron-Döschen reingefüllt. Schön aufpassen, dass es nicht zu sehr Sauerei macht. Und nehme jetzt hier einfach einen Pinsel und fahre hier innen an den Kanten vom Klebeband entlang, dann haftet euch das Shaker-Material da nicht dran. Ne? Also wenn ihr da zu wenig dann reinfüllt von dem Shaker-Material, dann klebt es oder ne, überhaupt, dann klebt es hier außen oder innen an diesem Kleber fest und dann shakt es nicht und das will ich nicht. Von dem her streiche ich mir jetzt hier wirklich die Innenseiten an. Auf jeden Fall das Trägerpapier drauf lassen, weil so wie ihr da oben drauf kommt auf die Klebefläche, klebt euch das Zeug nicht mehr. Ne? Also hier nur die Kanten schön einstreichen, dass das eben nicht. Ich glaube, dass also hundertprozentig passiert es eh, also klappt es eh meistens nicht, bei mir zumindest nicht. Aber ja, so ein bisschen hält es schon davon ab, würde ich sagen. So, die vereinzelten kleinen Klitzis werden schon noch dran kleben bleiben, gehe ich mal davon aus. Werden wir aber ja sehen. Werden wir aber ja sehen. So, dann habe ich mir das jetzt schön eingepinselt hier. Gut. Ich denke, das sollte reichen. Gleich wieder zumachen, da wenn du einen Niesanfall bekommst, hast du das Zeug überall hängen. Vorsichtig wieder zumachen und weg damit gleich. Guti. So. Jetzt sind wir doch eigentlich schon ziemlich weit. Jetzt ist es doch eigentlich nur noch hier dieses Ding drauf zu kleben, ne? Das aber allerdings, Leute, muss ich euch ganz ehrlich sagen, wird jetzt nicht so einfach werden, weil ich zeige euch nochmal einen kleinen Fail. Ich habe ja dieses Video eigentlich schon mal angefangen gehabt, ne? Hier habe ich einen ordentlichen Versatz drin. Seht ihr das? Da habe ich nicht ordentlich geklebt, habe ich nicht ordentlich aufgepasst. Es ist auch schwieriger bei den normalen Kartenshakern als jetzt bei dem mit einer Bindung, weil ihr euch bei der Bindung, also bei dem mit der Bindung, das einfach hier vorne ordentlich anlegen könnt. Wenn ihr am Anfang schön geschnitten habt, dann könnt ihr euch das jetzt hier vorne, ich zeige es mal noch geschlossen, hier vorne ordentlich bündig anlegen und drüber fallen lassen, dann müsste das eigentlich funktionieren. Ne? Also hier sieht man schon, funktioniert es auch nicht so auf 100%, doch funktioniert. Ne? Genau. Und so kleben wir uns das jetzt eben da drauf. Nein, wir kleben es uns noch nicht drauf. Also ich ziehe mir jetzt aber trotzdem das Trägerpapier schon ab. Hätte jetzt fast einen transparenten Shaker ohne Shaker gehabt. Habt ihr das gemerkt? Es fehlt noch das Shaker-Material, das wir uns reinfüllen. Ich fülle aber, also wie schon gesagt, ich ziehe mir das jetzt hier erstmal ab. Und dann füllen wir uns jetzt hier einfach noch das Shaker-Material ein. In meinem Fall sind es jetzt eben hier diese Lokalperlen. So ein bisschen. Flotsch. So ein bisschen was von dem goldenen Glitzy. Oh, das war schon fast ein bisschen viel. Aber dann shakes halt wenigstens ordentlich. Und so ein bisschen weißen Glitzy packe ich noch mit dazu. Beim Einfüllen von dem Shaker-Material vielleicht so ein bisschen drauf aufpassen, dass ihr es trotzdem so ein bisschen glatt streicht, ne? Dass es dann also keine Berge macht, dass ihr nicht an der anderen Folie dann anstoßt. Das wäre doof, muss ich ganz ehrlich sagen, weil dann meistens lässt sich's nicht so schön verdrücken. Ich packe jetzt hier gleich noch ein paar goldene Sternchen mit rein, dass es auch richtig, richtig ordentlich shakt. Ne? Also falls jetzt dann wirklich an der Seite was noch festkleben sollte, dann shakt es halt trotzdem ordentlich. So. Und jetzt klatschen wir uns, wie schon gesagt, diesen zweiten Teil auf. Also ich lege es mir jetzt mal, ich versuche das jetzt mal so hinzukriegen, dass das einigermaßen funktioniert. Ich lege es mir jetzt mal hier an der Kante an, ne? Also an der
Falz oder an der Bindungskante, sage ich jetzt mal dazu, lege ich es mir an und schau mal, ich muss jetzt mal mit dem Kopf so ein bisschen rein, dass ich das jetzt ordentlich da drauf bekomme. Also, dass diese Nupsis eben auch, naja, so semi-gut hat das jetzt funktioniert, dass diese Nupsis eben da auch übereinander sind. Wie schon gesagt, hat jetzt semi-gut funktioniert. Und schon ist unser Shaker fertig. Guckt mal. Transparenter Shaker. Also ihr könnt durchgucken, ne? Also hier ist meine Hand, perfekt. Der Glitzer hat sich natürlich jetzt trotzdem so ein bisschen am Dings noch mit festgehalten. Also es, ne, diese Folie ist halt einfach statisch aufgeladen. Aber trotzdem ist der Shaker jetzt fertig. Perfekto. Ich stanze mir jetzt hier mal noch keine Löcher ein, weil ich noch nicht weiß, wie ich es mit der Bindung dann beim Album mache. Ihr könnt euch das jetzt, was ich nicht gemacht habe, ach, bravourös, oder? Aber ich glaube, das können wir auch später noch machen. Das müssten wir jetzt eigentlich auch noch einigermaßen hinkriegen. Von hinten sieht er so aus. Ich ink mir da jetzt noch meine Seiten so ein bisschen. Das kann ich aber auch dann später machen, wenn ich das Album dann bastle. Also es wird eh noch ein bisschen dauern. Das heißt, das Teil wird jetzt so ein bisschen bei mir rumliegen noch. Ink mir hier jetzt noch meine Seiten ein mit dem goldenen Glitzy-Klebe, Stempelkissen. Ja. Und dann die Verzierung, wie schon gesagt, machen wir dann zusammen, wenn wir eben das Album auch miteinander basteln. Vielleicht nehme ich euch da ein bisschen mit. Vielleicht seht ihr es dann auch nur in einem Craft-Update. Mal gucken. Aber prinzipiell haben wir jetzt den Shaker fertig. Wie schon gesagt, wenn ihr das als Karte machen möchtet, eben als normale Grußkarte, dann eben die also dieses Bindungs 2,5 cm weglassen und dann halt den Shaker einfach so machen. Oh, das Männchen ist jetzt gerade, hat gerade die Haustür zugeknallt. Habt ihr das gehört? Der muss jetzt Schneeschippen gehen. Da ist das Schneechaos ausgebrochen. Ja, das war's schon. Wie schon gesagt, mehr wollte ich heute gar nicht von euch. Ich war ihn euch noch schuldig. Das ist mein transparenter Shaker, doppelt transparenter Shaker. Und ich würde sagen, dann sehen wir uns beim nächsten Video. Viel Spaß beim Nachbasteln. Wer es nachgebastelt hat und vielleicht auf Instagram mich verlinken will, sehr, sehr gerne. Freue ich mich drüber. Und ja, das war's schon. Dann würde ich sagen, sehen wir uns beim nächsten Video. Kopf hoch und Füße auf dem Boden.